Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's Spiel XCOM 2 War of the Chosen. Wir müssen sowas sollen gewinnen. Jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, werden wir verlieren, aber heute ist es soweit. Heute gewinnen wir auf jeden Fall. Was beim letzten Mal passiert war, habe ich wieder halb vergessen. Wir lassen das Avatar-Projekt weiterlaufen. Was ist das hier eigentlich? Ah, aber das können wir jetzt nicht ändern, ne? Nee, das können wir jetzt nur uns angucken, was wir da haben. Aber auch gut zu wissen, dass wir es hier finden. Ein weiterer Meilenstein für unsere Forschung. Was? Ich habe eine Forschung weggeklickt. Kann das sein? Ich habe gerade auf Escape geklickt, weil ich eigentlich raus wollte. Commander, das Labor ist zurzeit untätig und wir verschwenden wertvolle Zeit und Ressourcen, wenn wir keiner Forschung nachgehen. No shit, Sherlock. Bitte geben Sie uns möglichst bald eine neue Aufgabe. Der auserwählten Hexer der Ältesten, ihre vielleicht stärkste Psi-Einheit, besitzt eine Reihe von mächtigen Fähigkeiten, mit denen er die physische Kontrolle über seine Beute übernehmen kann. Wenn er in der Hitze des Gefechts jedoch keine anderen Auswirkungen mehr sehen soll, greift er auch konventionelle Mittel zurück und setzt ein relativ unspektakulär wirkendes Gewehr ein. Diese Waffe ist trotz ihrer gesteigerten Größe, um zur körperlichen Statur des Auserwählten zu passen. Überraschend leicht. Ich habe gerade gedacht, das ist doch kein Satz. Und fein ausbalanciert. Obwohl diese Waffe Standard-Advent-Geschosse abzufeuern scheint, gibt es eine unerklärliche Varianz in der effektiven Reichweite, die ich nur auf das unbekannte Material zurückführen kann, das im Laufe der Waffe verwendet wird. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass wir die Waffe in ihrer Gesamtheit exakt replizieren können, habe ich weiterführende Feldversuche für unsere Truppen angeordnet. Selbst wenn die Ergebnisse keine neuen Forschungsgrundlagen liefern, wird es unseren Soldaten sicher gefallen, diese Waffe gegen die Aliens einzusetzen, die sie geschaffen haben. Disruptionsgewehr ist nun verfügbar. Trotz seiner Fixierung auf die Pi-Kraft trug selbst der auserwählte Hexer für Notfälle eine traditionelle Waffe bei sich. Es gibt nicht mehr viel, es gibt nur noch die Servo-Rüstung, die 9 Tage dauert. Diese Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Hast du erwartet? Unglaublich. Ich gehe nochmal in die Kampftage. Wir haben alle dabei, das ist klar. Wir gehen ins Trainingszentrum. Und dort haben wir doch eigentlich... Nee, mit Alchemical Works jetzt einen dabei, der alles richtig macht. Ansonsten fange ich das nicht von null an. Ich glaube, das ist echt wichtig, wenn man auf 100% spielt. Also wenn man den höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, aber dann weiß man eigentlich, wie man seine Einheiten leveln will und skillen will. Icarus-Rüstung hergestellt. Die vom Archon-König geborgene Flugkomponenten in Kombination mit unserem Standard-Rüstungssystem ergaben eine Panzerung mit hoher Schadensresistenz und verbesserter Mobilität. Das eingebaute Schubsystem ermöglicht kurze Flüge und kann jetzt eingesetzt werden. Das werden wir auch machen. Mal schauen, bei wem. Game Rocker ist in 2 Tagen frei von seinen negativen Eigenschaften. Ich wollte noch gucken, ob es denn überhaupt noch Verletzte gibt. Weil sonst können wir jetzt auch weiterfliegen. Nicht ins Kommando. Wir gehen zu den Soldatos. Genau, 2 Runden und in verdeckter Aktion noch 1 Runde. Da ist Egonson dabei. Das warten wir noch ab. Und dann würde ich vorschlagen, nehmen wir uns eine der Alien-Einrichtungen vor. Wir sind siegreich. Und unsere Sache schreitet voran. Falls Sie Befehle für uns haben, Commander, lassen Sie uns wissen, was zu tun ist. Feindliche Einheiten verlieren bei ihrer nächsten Runde eine Aktion, wenn sie bei der XCOM-Runde entdeckt werden. Das hört sich richtig gut an. Ich bin gespannt, ob das auch wirklich so ist. Widerstandsbefehl. Die gesamten Vorräte aller Vorratslieferungen werden 15% erhöht. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Aber es hört sich richtig gut an, ne? Einnahmen erhöhen, 15% von allen. Da sind ja bei 1000 Credits 150, die du mehr kriegst. Das ist eine komplette Region, die da dabei ist. Vorräte, Projektfortschritt, reduzieren, überlegene Waffenverbesserungen. Können wir immer gebrauchen, können wir immer gebrauchen. Aber da möchte ich eigentlich nur ungern irgendjemand anderen als Nakagawa dahin schicken. Dann nehmen wir René Simon mit. Der oder die tatsächlich jetzt keine Ahnung, wie viele verdeckte Missionen schon gemacht hat. Wir erledigen das, keine Sorge, Commander. Ich glaube nicht, dass sie jemals in einem Kampf mit dabei war.
Wir haben auch in die Kommunikationszentrale Krankenstation. Wie sieht's da aus? Da Game Rocker ist noch dabei, sich zu erholen. Oh, das Avatar-Projekt macht weitere Fortschritte. Aber das kann es wie gesagt egal sein. Die Frage ist jetzt. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ah ja. Ah ja, komm. Fortschritte sind wir noch, oder? Sind wir noch nicht fertig. Da jetzt gleich. Zack. Statt schneller zu heilen. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch hier und da die Alien-Einrichtungen stürmen? Wie sieht das denn aus? Das ist ja nix. Das ist ja nix, ein Sektopod. Da gehen wir rein, bevor wir denn dann zum Finale gehen, oder? Das nehmen wir noch mit. Neun Feinde. Phantom, Archon, Torwächter. Sind die Soldaten schwerer Mech Sektopod? Torwächter und Sektopod sind halt zwei richtig fette Batzen. Aber wir haben jetzt neue Waffen. Wir haben einen Trupp, der komplett aus den höchstmöglich gelevelten Leuten besteht. Wenn wir das machen wollen. Aber beim Spark. Beim Spark bin ich immer noch nicht so weit. Das fuchst mich. Höllengewebe haben wir drei. Gegenstände. Annäherungsmine brauchen wir nicht. Aufputzserum auch nicht. Hammer. Die MP-Bombe brauchen wir auch nicht. Zwei Mutationsgeräte, vier Medikits. Alles tipptopp. Lass mich in den Testbereich. Oder wo kann ich denn. Was kann ich für Sie tun, Commander? Rüstung für den Spark. Einrichtung ist es nicht. Gegenstände haben wir gerade gesehen, ist auch nicht. Eigentlich nur im Testbereich. Und dort haben wir da aktiv was am Start? Nee. Dort können wir einen Bolzenwerfer, die Jägeraxt, den Schattenhüter. Alles ganz nice, aber jetzt auch nicht wirklich so wichtig. Wir haben zwei Lyriumkerne. Wir können noch einen Spark bauen. Ich habe schon Bock, noch einen Spark zu bauen. Ne? Feldmedizin, Spinnenanzug, Exoanzug. Wenn wir Severus im Modern Advent-Panzerung können wir Version Plattenrüstung, Halterungsschwerwaffen. Und experimentelle Rüstung haben wir jetzt auch nicht wirklich. Ne? Experimentelle schwere Waffe, Munition, Granate. Da haben wir eigentlich mal richtig gut ausgestattet. Ey, lass uns, bevor wir nichts machen, machen wir noch einen Spark. Klingt gut, Commander. Ich lasse es Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Ja, danke. Gut. Jetzt machen wir trotzdem unseren Einsatz hier. Go for it. Einrichtung angreifen. Wir brauchen Bluescreen-Geschosse. Wir haben. Und rüstungszerschreddernde Geschosse. Sparky kommt auf jeden Fall mit. Der Rest muss auf die Probe gestellt werden. Und zwar: Wir nehmen mit. Geomongo ist back. Der ist cool mit. Game Rocker hat sich erholt von seinen negativen Effekten, hat die gute Rüstung, hat die Bluescreen-Geschosse, hat eine Feuergranate, sehr gut zur Feuergranate, passt meiner Meinung nach hervorragend. Server Wagner, die wiederum ein Backup-Medikit dabei hat und aufklären kann. Wir haben schon Grenadier dabei. Dann nehmen wir den ersten Egon Sonderspezialist mit, der jetzt auch endlich mal hier sein Medikit. Wie ist das eigentlich? Das ist ein normales Medikit, aber wir haben Ausrüstungsgegenstände freigeben, annehmen, Waffen freigeben, annehmen. Hat Egon Son der Erste auch die bestmögliche Waffe? Er kann zum Beispiel eine persönliche Kampfsimulation machen. Sehr gut. Bin ich wieder raus, aber wir fragen uns ja, ob er die bestmögliche Waffe hat. Schafft Fehlschüsse, 4 Nachladeaktionen kostenlos, ist okay. Zu guter Letzt. Egonson der Dritte ist jetzt natürlich hier mit dabei. Die beiden sind cool. Aber einen zweiten Grenadier möchte ich eigentlich nicht.
Dann, oder? Ja, ich brauche noch einen. Wir haben keine Ranger mehr, außer Cunningham. Und mal Cunningham noch ein bisschen hochleveln. Ja. Wir haben unsere besten Ranger verloren. Oder halt Hellborn. Aber den mag ich irgendwie nicht. Den mag ich irgendwie nicht. Wer kann wenigstens sowas mitnehmen? Höllengewebe. Fügt Angreifern im Nahkampf automatisch Schaden zu, wo der Stasis-Weste erhöht die Gesundheit plus 2, bietet plus 2 Regenerationsbonus, bis der Maximalwert von 8 beim wiederhergestellten Trefferpunkt pro Einsatz erreicht ist. Auch nice, auch nice. Aber ich glaube, die Nahkampf... Hä? Achso, Höhlengewebe ist das extra Ding. Plasma gerade braucht man nicht. Da würde ich dann eher die Giftgeschosse mitnehmen. Jawohl, ja. Dann haben wir hier bei irgendwas so eine Plasmagranate. Nee, da muss auf jeden Fall das Imitationsgerät mit. Das ist klar. Feuergranate und Bluescreen. Hier auch Bluescreen auf jeden Fall. Zack. Und neben der Strahlenpistole nehmen wir noch. Ja, das ist best. Wir werden ja eh nicht getroffen. Wir werden ja eh nicht getroffen mit ihm. Da ist es, glaube ich, echt besser, wenn man dann wieder eine Plasmagranate, 4 bis 5 Schaden, Gasbombe, Säurebombe, auf 4 bis 5. Zerfetzt einen erheblichen Teil der feindlichen Rüstung. Mehr als jeder andere Granatentyp. Machen wir. Plasmalanze ist voll ausgestattet. Oder ist die Nachtlanze the way to go? Kostenloses Nachladen plus 4. Ja, ja, ja. Die Nachtlanze, it is. Geomongo, du kriegst die Nachtlanze und du bekommst auch die Nachtkralle. 3 bis 6 plus 2, 4 bis 7 plus 2. Und außerdem ist sie auch panzerbrechend. 5. Sehr gut. Mit der Kombination, aber kannst du nicht auch die Icarus-Rüstung anziehen, Junge? Du kannst auch die Icarus-Rüstung anziehen. Für die Sprünge. Junge, Geomongo. Diese Rüstung nahezu unbegrenzten Bewegungsfreiraum im Kampf verleihen. Passen Sie nur auf, wo Sie landen. Okay. Wir passen auf, wo wir landen. Lass mal gucken, was bei anderen noch so geht hier. Da bin ich jetzt aber voll dabei. Exo-Anzug ist klar. Strahlenkanone ist auch klar. Da gibt es aber wieder 2. Er hat jetzt welche? Er hat keine von denen am Start oder was? Schaden 8 bis 10 plus 1. Magazingröße 4. Ja, ja, ja. Magazingröße ist so viel wert. Fortschwächer, Granatenwerfer. Was willst du da auch anderes machen? Schredderkanonen als zusätzliche Waffe statt des Flammenwerfers. Ja, nee. Reichweite Radius 6 bis 9. Die hat uns schon oft geholfen. Auch Bluescreen und die Brandbombe oder dann doch. Auch Säure, wegen. Ja, ist der Fernschuss. Bei Brandbombe. 5 bis 6. Aber die wenigsten können in Brand gesetzt werden. Ne? Aber hier ist nur 4 bis 5 Schaden. Dann Granate brauchen wir nicht. Kann manchmal auch wichtig sein. Radius 4. Radius 3. Zerfetzen. Ja, lieber mehr von denen hier. Wir gehen voll gegen die Max. Dann haben wir hier alle, glaube ich, ne? Backup Medikit ist mit am Start. So, gehen wir los. Bin gespannt, was uns erwartet. Die lange Ladezeit weist darauf hin, dass es eine riesige Map sein wird. Um anzugreifen und sie zu zerstören.
Wenn wir das Einsatzgebiet erreichen, begeben Sie sich in Position und platzieren die X4-Ladungen. Wenn Sie scharf sind, verschwinden Sie und jagen Sie das Ding um. Machen wir. X4-Ladung platzieren. It is. Sieht schon richtig cool aus. 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. Klaro. So, erstmal Hülle drum, Trupp verborgen. Wir gehen trotzdem mit unserem Schattenmann ganz nach vorne. Das ist ein langer Weg. Beziehungsweise unserer Schattenfrau. Die hier zwei Archons und eins von den Bug-Dingern da hat. Icarus-Sprung. Wir müssen so dann sofort in eine andere Position springen. Springt einen neuen Ort. Umgeht Feuerschutzfeuer und Reflexschüsse, aber wir werden entdeckt. Das wollen wir nicht. Hat aber auch krass Fortbewegung, ne? Wir wollen eine erhöhte Position und hier ist so quasi die einzige, bei der man das auch machen kann. Deshalb gehen wir auch dahin. Game Rocker nimmt hier volle Deckung. Wir haben keinen Timer. Das ist gut. Mega Egonson. Verstanden. Gönnt sich hier volle Deckung. Feuerschutz. Mit dem Jäger. Werden wir auch ganz langsam vorgehen. Hellborn nutzt hier. Nutzt er hier. Ihr nutzt hier die Doppeldeckung. Ein gewagtes Vorgehen. Wir sind in Deckung. Keiner kann uns sehen. Das passt. Sie bleiben hier. Erst die Frage, ob wir die Claymore schon einsetzen wollen. Ich sage ja. Die lasse ich mal hier. Mach das. Dann können wir mit Game Rocker. Kannst du hier schon jemanden sehen? Ja. Oh, wahrscheinlich hier auch, ne? Hierhin. Position bestätigt. Und keine Glamour sehen. Wir können auch die Säurebombe so weit werfen. Mhm. Da ist schon mal gut zu wissen. Mega Egonson. Scan-Protokoll ist egal. Imitationsgerät erstmal auch. Wir gehen mit dem Jäger hier hin. Mit Hellborn hier hin. Und Geomongo. Kann er den Icarus-Sprung machen, muss er aber nicht. Und kann hier nochmal... Ja, wartet ab, wie es hier weitergeht. Dann würde ich schon vorschlagen, dass wir... Junge, hast du viele Optionen. Da kommt doch keiner mehr mit. Schreiterkanone. Wir gehen mit der Säurebombe rein. Auch wenn dort die Boys nicht wirklich viel Rüstung haben, nämlich gar keine, ist das, glaube ich, ein guter Start in das Level. Säurebrand regelt. Interessante Kameraeinstellung. Haben wir getroffen? Man weiß es nicht. Oh ja, Hammer. Okay, sollten wir hinkriegen. Mit Mr. Discord hier oben 100% auf das Archon. Und unserer neuen Waffe. Schön, schön, schön. 12 Schaden. Und kann in Distanzschutz. 40% nur auf das Elite Phantom oder aber 55%.
getroffen. So schwierig ist das doch gar nicht. Nö, ist es nicht. Sagt ja auch keiner. Ich pass auf. Wir gehen in Feuerschutz. Wir gehen hier in die Doppeldeckung hinter unserem Mac. Scanne Gebiet. Haben keinen Schaden genommen. Wir, auf uns wurde nicht einmal geschossen. So muss das. Wir haben ein bisschen hier an Säure verursacht. Aber es sollte hoffentlich nicht dazu führen, dass wir irgendwo auch in Säurebrand geraten. Wir können direkt vor die Haustür gehen. Und sehen, dass wir nichts sehen. Ich gehe schon. Wir würden aufgedeckt werden, wenn wir jemanden Neues treffen, aber das ist nicht der Fall. Deshalb können wir da eigentlich ruhigen Gewissens ein paar Schritte vorgehen. Tempo! Wir wissen, dass wir da nicht entdeckt werden, das können wir hier aber nicht sagen. Deshalb bleiben wir hier unten. Wir bleiben hier unten. Auch mit dir und gehen auch in Feuerschutz. Gucken wir mal. Ich stehe bereit. Vierfacher. Bestätigt. Wachung läuft. Es passiert nichts. Wir gehen hier hoch. Werden wir... Du wirst nicht entdeckt werden. Das ist doch schon mal gut. Ich vertraue Ihnen. Und kannst dich danach nochmal bewegen. Auch sehr gut. Schicken eine Patrouille. Männer 1-5, Sie sind bei der Zielposition. Okay, Zielposition ist klar. Und da hinten wartet ein Sektopod auf uns. Wartet hier auch jemand auf uns? Ich sehe etwas. Muss ja. Ja, da ist sie. Der Kugelboy. Mit ordentlich. Rüstung, okay. Ja, wir gehen jetzt hoch und ballern. Ballern, truff. Wir können hier hinkommen. Dann sehen wir zwar nur einen der Gegner. Aber das hat den Vorteil. Hier können wir gar keinen Schutz suchen. Ihr müsst alle hier hoch. Ne? Naja, okay. Das hier merken wir uns. Wir merken uns auch, dass Stiletto eine Fernzündung auslösen kann. Das bringt uns wenig. Da gehen wir doch lieber hier hin. Ich mache mich auf den Weg. Megason. Okay, da haben wir, sind wir anscheinend gedeckt. Oh. Oh. 8 Schaden. 8 Schaden. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Wurde mir das angezeigt? Ich glaube nicht. Scan-Protokoll, wir können uns selbst heilen, oder nicht? Sturm und Schuss hast du. Wir nehmen in dem Fall das Imitationsgerät. Wir nehmen das Imitationsgerät und schicken es hier hin. Ja, hier schon irgendwo, wo so ein bisschen Deckung hat. Und das ist hier schon mal gut. Dann kann Hellborn, wenn er denn da mal sich hier hochbewegt, zum Kampfmeister werden. Lass uns das ausprobieren. Ich möchte wissen, was dieser Kampfmeister so kann. Anscheinend ja nicht viel. Schwerer Mech kann ausgeschaltet werden, mit unserem Blue Screen geschossen und der Elite-Soldat auch. 74, aber dann lieber den schweren Mech. Icarus-Sprung bringt nichts, Säurebombe bringt auch nichts. Teamwork brauche ich auch nicht. Ich mag den hier für 64% töten. 2 von 3 Fällen ist er tot. Daneben, in 1 von 3 Fällen lebt er munter weiter. Dann können wir doch hier schon mal so ein Superschuss geben und die auch noch eine Explosion verursachen. Sehr gut.
Hier haben wir nur einen Schaden verursacht. Na gut. Bombardement. Heben wir uns auf. Schredderkanone ist ja, glaube ich, nochmal mehr wert, aber 8 bis 11, ja. Ohne ihn jetzt zu zerstören. Ah, doch. Aber einen schon mal raus, okay. Aber jetzt muss er ja auf ihn, komm schon. Jawohl, ja. 10 Schaden. Aber halb so schlimm. Anscheinend, genau, jetzt kann Hellbore nämlich hoffentlich gegen ihn hier was machen, oder? Bereichsbeschuss, Peitschenhieb. Zorn oder Gerechtigkeit. 9 Schaden. Ist ja genau, was wir brauchen für 75. Heranzuziehen, ja. Und er hat nur 8. Zu 75% können wir ihn töten. Das sieht gut aus. Schnipp, schnipp, schnipp. Das war's. Das Ding ist nur, hat er jetzt auch nochmal einen Fortbewegungspunkt? Nee. Ja, das wäre es ja gewesen. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Gar nicht so. Hä? Aber ich verstehe immer noch nicht, was das davor der war. Die Runde wäre doch beendet gewesen. Andererseits konnte er jetzt auch nichts machen, ja. Wenn die Bluescreen geschossen hat, die Frage ist, werden wir hier. Nehmen wir hier Schaden? Wenn wir hier stehen bleiben. Mir gehen mal eins zur Seite, besser okay, ist das. Bin unterwegs. Und gehen auch mit dem Jäger. Ja, ein bisschen rüber. Ich fühle mich so leicht. Schnups. Macht der Jäger. Game Rocker, Walde deines Amtes. Zerfetzt das Ding. Ja, fast. Wie viel hat er noch? Ein Punkt. Und keinen. Keine Rüstung mehr. Wer nimmt den Kill mit? Wer ist noch nicht so weit? Spark. Ich meine, dass Spark noch eins hochleveln kann. Und schon haben wir uns hier freigeschossen. Sehr schön. Wir laden nach. Wir laden nach. Kostenlos. Gehen in den Feuerschutz. Hier möchte ich gar nicht groß was anderes machen, als hier runtergehen, denn wir wissen ja, dass da hinten noch so ein Sektopod auf uns wartet. Können hier die Tür aufmachen von mir aus. Und können hier gar nicht mehr hoch, aber ist auch nicht so schlimm. Wir können hier hin und die Sichtlinie aufmachen. Doch nicht, okay. Ich gehe davon aus, dass das hier explodiert, deswegen werden wir dort keinen Schutz suchen. Wir gehen stattdessen hier rüber, müssen nicht nachladen. Nein, das hat's getriggert. Ach komm. Ach komm, Quatsch mit Soße. Quatsch mit Sülze. Was soll das denn? Übernahmeprotokoll, Sektorpunkt. Ausschalten oder übernehmen? Fühlen wir uns risky heute. 33% ist 66. Wir nehmen 66. Ja, ah, ich glaube, hätte nicht ganz gereicht. Und abschalten ist ja genauso gut. Das Übernehmen, das ist ja, glaube ich, dann wirklich so ein Gamble, den wir machen, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen. Also haben wir uns 2 Runden gekauft und werden dann hoffentlich auch nicht allzu krass angegriffen. Und wenn, dann halt nur von so Standardeinheiten hier. 3 Rüstung, 3 Schaden. Trifft auch alles gerade, ey.
64%, um ihn zu töten. Nehmen wir mit. Jawohl, ja. Okay, einen habe ich erwischt. Sehr gut. Der Jäger 65%. Ich glaube, das können wir besser. Ich glaube, wir können ihn flankieren. Ah, die weiten Flächen, die frische Luft. Und für 94% töten. Wie viele so sieht es nämlich aus. Getötet? Und dann können wir hier reingehen. Und Insektopoten. Abfeuern. Keine Gewebeschäden. Mr. Discord. Kann ihn gar nicht sehen. Geht deswegen jetzt mal hier mit nach vorne. Er muss ja auch dann bald gerettet, evakuiert werden, wenn das X4 erstmal platziert ist. Fernzündung. Nee. Wir gehen hier hin und gucken, ob wir noch auf weitere Gegner treffen, aber ich glaube, das waren auf jeden Fall 9. Da passiert wahrscheinlich nichts mehr. Bleiben hier, falls da Verstärkungen kommen. Sehen wir die von hier. Können zu 85% der Sektorboden treffen. Machen wir auf. Würde natürlich gerne ein bisschen was von der Rüstung wegnehmen können. Hä? Was? Was? Der ist doch deaktiviert für 2 Runden. Wieso kann er sich bewegen? Wieso schießt der? Was soll das? Und jetzt ist Egon natürlich mal wieder getroffen. Verblutet. Wer hat das Medikit? Wer hat das Backup-Medikit dabei? Er hier ist Stiletto. Ja, das können wir hier schaffen, oder? Ja, wir haben ja 3 Runden. Ich glaube, das ist wichtiger, dass wir ihn ja erstmal töten. Und das kann Game Rocker richtig gut. Zu 99% mit seiner panzerzerstörenden Rüstung. Aber es ist trotzdem super seltsam, dass er jetzt nicht weiter gehackt war. Wie komme ich denn da hin, ohne dann muss ich da übersteuern? Nee, brauchen wir nicht übersteuern. Peitschenhieb für 12. Ja. Das war's. Wir können das X4 platzieren in der nächsten Runde. Das scheinen sowas wie Inkubationskammern zu sein. Sicher Teil des Systems, um Advent immer mit frischer Verstärkung zu versorgen. Bei den Aliens ist alles nur ein einziges großes Experiment. Keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit zu verlieren. Jetzt können wir ja runter. Körperliche Anstrengung. Wie altmodisch. Kannst du kostenlos nachladen? Nö, lad so mal. Einen Moment. Stabilisieren. Durch die Mauer durch. So gut sind wir. Jetzt ist er noch bewusstlos. Kannst du die Einheit tragen? Ja. Auch. Durch die Mauer durch. Alles gut. Dann lass uns. Wohin des Wegs? Hier irgendwie. Da? Ja, weiß nicht. Später explodiert das noch. Hoch will ich auch nicht. Kann mir vorstellen, dass man. Wo wäre man abgeholt? Wollen wir jetzt schon X4 platzieren oder erstmal ein bisschen reingehen? Okay.
Manus 1-5, Status bestätigt. X-4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Alter, machen wir den hier hin. Da sollte noch alles schnellstmöglich hinkommen. Kann mich jemand evakuieren? Ja. Aber bevor wir das machen... Soll ich das besser nochmal überprüfen? Stellen wir sicher, dass Stillertor hier reinkommt. Zwei zum Preis von einem. Hier reicht es nicht ganz. Deswegen warten wir noch. Aber alle anderen sind dabei. Wir sehen, dass wir kein Backup zu befürchten haben. Und gehen raus. Mein Kampf ist zu Ende. Einheit kehrt zur Basis zurück. Ich verlasse das Schlachtfeld. Die 5. Je suis plus là. Die 5. Je bla. Da kommt Verstärkung in der nächsten Runde, das kann es egal sein. Manus 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Ich bin weg. Wir sind weg. Da bringt die Verstärkung auch nichts mehr. Und das hat ihn gemacht. Rein, raus. Ausgezeichnet, nicht ganz makellos. Aber ey, wir haben den Sektopoden auf jeden Fall ausgeschaltet, deaktiviert. Ließen verlauten, dass das heutige Manöver der Friedenshüter eine planmäßige Übung war. Für unsere Bürger besteht kein Grund zur Besorgnis. Alle Schüsse und Wunden waren nur zu Trainingszwecken simuliert. War nur simuliert. Leben wir nicht alle in einer Simulation? Es freut mich, dass unsere Kooperation mit den Widerstandsfraktionen so gut läuft, Commander. Ihre Soldaten scheinen mir eine große Hilfe zu sein. Schwer verwundet. 15 Tage. Kann man mal machen. Aber da Fortschritte meins reduziert. Tipptopp. Aber wenn es hart auf hart kommen sollte, dann würden wir auch unsere Verwundeten wieder direkt an den Start bringen, dank unserer super verbesserten Krankenstation. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn wir weitere Advent-Einrichtungen ausschalten. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.